So, Lokvamburg, zwei Jahre zuvor, die letzte Episode, dann spielen wir endlich hier diesen letzten Typen frei. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, deswegen voll, ich bin echt gespannt. So, bin ich gleich mal gespannt, wer da kommen wird. Erstmal empfohlene Charaktere. In der Theorie müsste ich jetzt Akainu hochleveln und dann eine Abschlussepisode mit Kusellen spielen. Das wäre eigentlich lustig, aber nein. Mit wem spiele ich denn jetzt? Gute Frage. Normalen Berry-Wachstum will ich jetzt nicht machen. Ich könnte Crocodile auf Level 50 bringen, ich könnte Mihawk auf Level 50 bringen oder ich spiele weiter mit Kizaru. Ich bringe Mihawk auf Level 50, denke ich. Ja, doch. Deswegen spiele ich jetzt auch mit ihm. So. Missionsziel, besiege Brook. Besiege alle feindlichen Truppenanführer. Scheint wohl heutzutage modern zu sein, diese... Sag schon, diese Aufgabe. Hancock ist auf Max. Wen bringe ich jetzt als nächstes hoch? Oh, es wäre Ace. Gerne. Zack. Und Kampf beginnen. Swillabark. Für Brook perfekt. So, oh, was sehe ich denn da? Öffne dich! Kleiner Betrag, aber besser als nichts. Ich laufe nach unten rechts zuerst. Halt. Oh, das ist ein großer Schatz. Oh, wie komme ich denn da rein? Das ist so verwirrend. Ich habe keinen Orientierungssinn. Wie komme ich da hin? Vielleicht so? Ja, das sieht gut aus. Hallo, Piratenkapitän. Ah, damit es schneller geht. Oh, hallo Frankie. Den letzten, den wir in der letzten Episode besiegt haben, ist gleichzeitig der erste, den wir hier besiegen. Also der Piratenkapitän jetzt nicht dazu gezählt, ne? Und Ace. Sehr schön. Eine Fleischkeule. Dankeschön. Ah, Anführer. Das dürfte mit der zweiten Special Deal Lehre erledigt sein. Oder auch nicht. Dann halt die R2-Technik. Hey. Stirb. Und nochmal. Zack. Okay, dieses Gebiet hätten wir. Wie komme ich jetzt wohin? Oh, Chopper. Bereite einen Angriff auf Law vor. Okay. Oh, was ist denn los gerade? Habe ich keinen wirklich so einen schlechten Orientierungssinn? Ich weiß, jemand ist in der Nähe von meiner Base. Das ignoriere ich jetzt aber. Solange es nicht wirklich in Gefahr ist, erobere ich ganz schnell die ganzen Gebiete.
Und hier ist auch schon Lissab. Und hier, schwarze Klinge, die Leere. Oh oh. Zack! Mit Mihawk macht die Viereck-Technik einfach am meisten Spaß. Weil er so eine unendliche Kombo hintereinander macht, das ist grandios. So, Lissab erledigt. Puh, da ist gerade ziemlich viel passiert. Und irgendwo ist nun der Anführer auch erschienen. Eine Fleischkeule, eine Fleischkeule. Oh oh, Fluchtversuch, nicht gut. Dann beeile ich mich jetzt mal. Chopper rückt vor, um Lore anzugreifen. Nein. Nicht würde ich jetzt die Zentralfestung einnehmen, aber nein. Erstmal muss ich wen Boanko rennen, ne? Warte, wo ist sie? Fuck! Ach, das schaffst du schon. Ich soll auch Chopper auf die Schnelle besiegen. Machen wir das ganz schnell. Irgendjemand ist auf der Flucht. Was, 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 was? So, Chopper erledigt. Gib mir die Münze. Und nun. Lauf, 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 lauf. Bevor noch jemand von unserer Familie verschwindet, also flüchten muss. Hallo Bär. Zack. Oh, Hancock wurde geholfen. Oh, hier ist aber auch was los. Kein Wunder, dass sie so kassiert. Oh Gott, dann muss ich jetzt hier tatsächlich mein Style-Action anwenden, nur um hier die Situation ein bisschen aufzulockern. So, Rest müsst ihr aber mit klarkommen, hoffe ich für euch. Die kommen alle von... Nee, die kommen von da oben. Egal. Die Zentralfestung erobern wir jetzt. Ach, Bär. Okay. Geholfen. Oh, das war klar. Ich hätte beinahe vergessen, dass ich hier mit Ace rumlaufe. Und zack. Habe ich überhaupt dieses Stylish dabei? Das kommt mir gerade ewig vor, diese Territorien zu erobern. Aber kein Wunder, auch hier. Wo ist die Masse? Ich kann hier nur einzelne Kleinviecher angreifen. Das ist lästig.
Und der Anführer. Hoffentlich treffe ich mit der Leere. Ich war doch ein wenig weit weg. Ah, doch. Hat geklappt. Ich besetze dieses Land. Das ist die richtige Ansage hier gerade. So, oben sehe ich noch zwei Feinde, die ich besiegen muss. Aber unten rechts steht, schalte die feindlichen Truppenanführer aus. Nur noch einer. Anscheinend wird immer ein Gnadentyp sozusagen dabei. Schauen, Piratenkapitän. Und Zorro. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Och, Mann. Boah. Ah. Jetzt muss er aber kurz aushalten. Ich habe hier gerade einen epischen Kampf vor mir. Wenn man es episch nennen kann. Aber was die Charakterbesetzung angeht, ist das episch. Und Brook erscheint jetzt, ne? Müsste eigentlich. Ja, da ist er. Mein Rock'n'Roll Skelettentyp. Da sehe ich noch eine Münze. Jetzt ganz ruhig. Dankeschön. Schnell dieses Gebiet hier noch erobern. Hartnäckiger Bastard. Und jetzt unsere Damen da unten helfen, damit sie mich hier nicht wegfliehen. So, geholfen. Und Bär, wo ist der? Wo ist Bär? Auch da? Den großen habe ich echt übersehen. Krass. Hallo Brook! Ein Schwertkampfduell! Das passt ja! Oh, du setzt Stylish ein, dann setze ich meine erste Special ein, die irgendwie überhaupt nicht trifft. Auch cool. Was willst du, Knecht, eigentlich? Scheiß Piratenkapitän. Und das dürfte jetzt für Brook eigentlich das Ende bedeuten. Abschlusszeit S. Besiegte Gegner hätte viel, viel mehr sein müssen. Okay. Und der Punkt mit erlittener Schaden ist irgendwie Standard bei uns mittlerweile. Okay, hätten wir das geschafft. So, Mihawk ist die Level 50. Also hat die Level 50 erreicht. So. Ace mit Level 4 gut dabei. Brook kann jetzt 2 Jahre zuvor gespielt werden und als Freund mitgenommen werden. Freund Episode-Log von Teach. Doppelfähigkeit ist jetzt im Piraten-Log verfügbar. Okay. Log von Teach also. Okay. Hm.
Waren meine Erwartungen zu hoch? Ja, Teach, ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, es wäre irgendwie Dragon oder sowas. Monkey D. Dragon, das wäre episch. Aber das mit Teach Doppelfähigkeit, na gut, hätte man sich auch denken können, weil er es ihn als Charakter ja auch gibt. Egal, falsche Hoffnung gemacht, so für mich persönlich, aber gut, zu seinem Lock in der nächsten Episode. Wir vorbereiten uns aber erstmal drauf, und zwar Galerie. Wir geben jetzt ein bisschen Berries aus, bevor ich hier diese Episode beende. Berries ab. Zack, mal schauen, was wir ausgeben werden. Ja, man sieht, das wird teuer. Ja, leicht bereue ich gerade, dass ich mit Kizaru den Berry-Wachstum gemacht habe. Aber ich brauchte einfach mal die Abwechslung, wieder mit einem neuen Charakter zu spielen. Ja, die ganze Zeit nur Korodai und Mihawk in den letzten Episoden. Nee, ein bisschen muss die Abwechslung schon reinkommen. Na, bald sind wir pleite. Oh. Na, Halleluja. Was ist das denn? Oh, gewisse Skins. Faszinierend. Okay, und es fehlen nur noch solche Geschichten. Okay. Und ich bin offiziell pleite. Und wir haben noch lange nicht alles geholt. Okay. Was gibt's denn hier? Vollständigkeit der Freundgalerie 89. Schatzgalerie 76. Musikgalerie haben wir auch 100. Opening-Sequenz. Achso, ja, dazu kommen wir ja noch. Nach den Freund-Episoden-Geschichte 83% ist das hier. Hier haben wir 100. Charakter 100. Alles klar. So weit, so gut. Alles. Dann kann ich mich endlich von euch verabschieden. Und wir sehen uns dann in der letzten Freund-Episoden-Log wieder. Und zwar der Episode von Teach. Ein neues Outfit für Nami wurde hinzugefügt, was wir halt eben gerade gekauft haben. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.